Freunde, lieber und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit dem guten Bernus. Was geht dir? Alles gut? Hallo Leute, alles klar? Ja, lange nichts mehr gemacht. Du mal wieder in meiner Gegend, da muss ich dabei sein. Ja, ich habe auch gedacht, ey, der rufe ich den Bernus an und dann machen wir nochmal eben die Gegend unsicher. Ich habe ja immer Hunger. Ja, wir beiden früher auf Sauftour wäre auch gut gewesen. Ich glaube nicht, dass die Welt heute noch bereit wäre dafür, sag ich dir ganz ehrlich. Nee, das nicht mehr verkaufen. Da werden wir gecancelt worden. Wir sind ja so ein bisschen altersmilde geworden auch. Die Eier hängen nach unten, meinst du? Wenn man meiner Frau Glauben schenkt, ja. Aber ja, was soll ich euch sagen? Natürlich geht es heute um meine Hupen in diesem Video. Extrem wichtig. Olle, du musst den Leuten sagen, die haben ja eben schon Titel gelesen, ne, was hier heute passiert. Ja, also Leute, wirklich, ich habe das gesagt, dass in dem dritten Video, aber heute bin ich extra verplant. Ich bin komplett neben der Spur gerade. Ich pass auf dich auch. Du pass auf mich auf. Wir testen den teuersten Döner der Welt. Also wirklich, Döner, es ist ein Spieß, es ist nicht irgendwie aus der Pfanne. Klar sind noch Zusatzkomponenten, die dir das Ganze teuer machen, aber es ist nicht so wie im Adlon da, so einfach in Scheiben geschnitten. Genau. Weißt du, so. Das ist kein Sandwich, sondern er schneidet schon Döner vom Spieß. Richtig, ne? Also es ist vom wahren Wert einfach, der verwendet wird mit Kobe Beef, mit Hummer, mit Kaviar. Ja, so. Ist das einfach das teuerste Ding, was auf dem Markt ist? Kann auch richtiger Quatsch sein. Könnte Quatsch sein. Müssen wir einig sein darüber, dass das richtiger Mumpitz sein kann. Aber das kann natürlich auch alles weghauen. Das könnte zerreißen. Ja, das könnte zerreißen, aber keiner darf sich beschweren, wenn das Ding auf einmal nicht schmeckt, weil die Mission ist, den teuersten zu machen, nicht unbedingt den besten. Ja. Aber das werden wir jetzt ja erfahren. Genau, das ist der Ansatz. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber, checken aus, was der macht. Die Jungs sind ja geil drauf, der wird schon was Gescheites hingebracht haben, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube auch, dass im Döner-Ranking wird der keine Rolle spielen. Nein, ich glaub, aber wer weiß, ey, mit Kobe Beef da, wir gucken mal, ob der so den gewissen Gummigaumen. Aber da müssen ab sofort alle Dönerhändler jetzt Hummer in ihren Döner legen. Das ist ja, schwierig. Hier hinten ist schon ein bisschen was los. Ich dachte, was ist jetzt? Ist schon längst passiert, habe ich schon verpasst, oder? Nee. Der 334. Spieß ist es jetzt hier. 324. Spieß. Also 324 verschiedene Varianten habt ihr jetzt hier getestet. 324 verschiedene Varianten. Und der ist es geworden jetzt. Nee, ist noch nicht angekommen. Noch nicht. Aber sei ehrlich, schmeckt er heftig oder jetzt ganz ehrlich? Er schmeckt heftig anders. Heftig anders. Okay. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, ist eure Beurteilung. Er schmeckt aber nicht nach Döner. Es ist einfach was richtig Exklusives an. Ein eigenes Produkt, sagt er. Ja. Asien, oder wer bist du denn? Wie kommst du denn hier von der Seite? Wer bist du denn überhaupt? Sag mal. Er ist der Stecker, oder? Er ist der Stecker. Das ist die Verbindung zwischen Asien, ne? Also, ne? Japanische Wagyu, Schwarzwälder Wagyu, also Deutschland. Schwarzwälder Wagyu. Asien, Westen, verbunden. Und Kaviar. Und Kaviar. Also keine Effekthascherei, sondern wirklich für den Geschmack habt ihr das reingemacht. Ja? Aber weißt du, wir haben kurz eben überlegt, was ist hier der Ansatz? Ihr wollt den teuersten Döner machen oder den leckersten Döner? Was machen wir denn heute? Wir wollten den erstmal den teuersten, dann den leckersten machen. Okay, das ist ein guter Ansatz erstmal. Also man darf uns nicht sauer sein, wenn das heute nicht schmeckt oder das nicht den Geschmack trifft. Das ist nicht die hundertprozentige Mission. Also, die Gäste, die hier waren, haben gemeint, das war das leckerste, was die jemals gegessen haben. Vielleicht haben sie gesagt, weil die mich lieben, aber die haben so gesagt, es war lecker. Das ist eine Ansage. Ey, genug gelabert, guckt euch an, was der hier macht. Ja, Mann, wir gucken jetzt. Wir haben auch noch Yasin am Start. Yasin, hast du schon gegessen? Ich habe sogar gezahlt. Hast du gezahlt? Ja, mit Prügel. Er hat geheult vorhin, ne? Ja, immer. Ich wurde emotional, weil die Leute, die mich kennen, kennen die Geschichte von dem Laden, wie der Laden früher war. Meine Eltern haben geöffnet, wir waren eben nur in Geld, haben nur 20 Kilo Döner verkauft. Und über die Jahre haben wir uns immer weiterentwickelt, immer wieder, immer mehr, immer. Wir hatten schon mittlerweile gesagt, über 100 Soßen, 100 verschiedene Brote und. Oh, das ist doch kein Grund zum Heulen, da freut man sich doch. Positive Freude, jawohl. Also, ich war emotional halt. Ich werde dir auch gleich emotional, wenn es nichts zu essen gibt. Wie viel kostet der jetzt? 125 oder? 120. 120. Pass mal auf, Bernd, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Was ist denn jetzt los? Ja, das hast du nicht erwartet. Wisst ihr, was Bernd gedacht hat und was ich auch gedacht habe? Bernd, du dachtest, der Hummer wird einfach auf den Döner raufgemacht, oben rauf. Ne? Ja, ja. Jetzt guck dir mal an. Und der hat den im Spieß, oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Der ist drin. Ist krass. Der ist im Spieß drin. Das ist krass. Guck mal, ich hab's von da drüben gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre Fett oder ähnliches, ne? Ja, aber die haben einfach Hummerschwänze und Scheren mit reingesteckt. Und guck mal bitte dieses Fleisch an, Bruder. Oh.
Da ist jetzt Kobe Beef drin, ist Kobe da drin. Ist Kobe Wagyu, Schwarzwald Wagyu und Hummer. Und Hummer. Und Salz, Pfeffer, das war's. Und dann kommt Kaviar noch extra drauf. Es kommt weiße Trüffel nochmal extra draufgerieben. Plus die Soße ist weiße Trüffel drin. Plus nochmal Kaviar, Imperial Kaviar. Machen wir nochmal drüber. Ah, da ist der Kaviar. Okay, das rote ist rote Beete. Ah, okay. Das ist der Kaviar. Olle, du weißt ja, ne? Ich sage, wer Rucola an seinen Döner macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dann machen wir bei dir ohne, ja? Ja, mir, nee, ich will so, wie er ist. Okay. Aber direkt zwei Stufen niedriger bewertet. Safe. Dann machen wir lieber ohne. Dann machen wir, und das darf nicht passieren. Ach, das ist der Daniel der von Trüffelfreunde. Jawohl. Ah, okay. Olle, jetzt kommt der Kamerabonus. Jetzt kennst kommt du der den? Kamerabonus. Ja, ja, ja. Aber das Gute ist, mich mag er auch. Deswegen kriege ich genauso viel Trüffel wie du. Du hast schon Trüffel in der Tasche bei dir gerade reingesteckt. Echt? Ja. Effekt, oder? Ah, ich hab's mir gedacht, ey, ich wusste das nicht. Geil. Weil du selber ein Fuchs bist. Ey. Und guck mal, das ist ein Macher, kein Lacher. Der hat sich einen Trüffel eingesteckt, der Bernd, ey. Mein kleines Trüffelschweinchen. Ich wusste es, ey, Bernd. Ich will auch eins, warte mal. Kein Problem. So, Bernd, ich muss jetzt schon mal reinbeißen. Mach. Du riechst direkt den Hummer. Der Hummer riecht, die Trüffel riechen auch. Soll ich dir was stecken? Ich mag Trüffel nicht sonderlich. Magst du nicht? Nicht sonderlich. Ich bin auch kein super Trüffel-Fan, wirklich nicht. Aber was noch schlimmer ist das hier. Ja, du bist kein Rucola-Fan, kein Trüffel-Fan, kein Fleisch-Fan. Hey, reden wir mal kurz über dieses Brot, Bruder. Oh, ist das geil. Ja, super. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht gar nicht, aber ich finde es besser als gedacht. Auf den ersten Biss. Ich habe eins gelernt, nie nach dem ersten Biss was sagen. Und bei mir schon der zweite. Oder der dritte. Ich weiß nicht. Ich habe die volle Hummerbombe erwischt, direkt am Anfang. War gut? Boah, war geil. Ich liebe Hummer. Hummer liebst du? Boah. Hast du mal Hummer so bestellt für dich privat auch? Ja, bestimmt, ne? Hab ich immer Frühstück. Steckst du auch in die Tasche dann, so wie den Trüffel? Nee. Du weißt schon. Ey, Trüffel kickt auch. Na, sag mal so, was dein erster Eindruck gleich ist, Ben. Ich sag dir meinen ersten Eindruck. Ich habe überhaupt keine Döner-Vibes aktuell. Nee, ich auch nicht. Dafür überwiegt der Trüffel zu Leute. Ja. Nicht der Trüffel, der Trüffel und vor allem auch der Hummer. Der Hummer ist voll da, weil der natürlich auch hocharomatisch ist. Ne? Gegrillte Meeresfrüchte sind ja immer. Mhm. Der ganze Laden riecht danach. Ne? Ja. So, aber ich habe sehr geile Sandwich-Vibes. Das habe ich auf jeden Fall. Kaviar habe ich noch gar nicht geschmeckt, sag ich dir ehrlich. Also auf den ersten zwei Bissen würde ich nicht sagen, dass das ein Döner ist. Also ich habe so Fischbrötchen-Vibes tatsächlich sogar. Hm. So dezente Fischbrötchen-Vibes. Das ist ja auch meistens so Weißbrot, nenne ich mal. Einfach brötchenmäßig. Ja. Und auch die weiße Soße, ne? Mhm. Leicht geht fast unter. Ist nicht da, ne? Weiß ich auch. Doch, hier unten, der letzte Biss, guck mal hier. Mhm. Hier ist schön fettig, das schmeckst du natürlich, ne? Weiß ich auch, Berghöhe ist meistens sowieso sehr sanft im Geschmack. Absolut, weil das Fett kann überzeugen, ne? Mhm. Das ist immer so, also das Fettgehalt ist natürlich das, was es ausmacht. Du hast auch dicker bekommen als ich, wenn man hier drauf. Guck mal, da ist nicht mein Kamerabonus. Ja, du hast den ersten bekommen, den zweiten hat seine Angestellte gemacht, die hat keinen Bonus mehr gemacht. Wie dumm, wie dumm. Mhm. Nein, aber jetzt mal ganz kurz auch nochmal vorab ein Fazit, ohne dass wir ins Detail gehen. Mhm. Gibst du dafür 120 Euro? Natürlich nicht. Das ist auch nicht der Sinn. Nein, das muss ein Gaudi sein. Mhm. So dann kann das sein. Für euch einmal, die Mission in dem Laden ist wirklich, die probieren richtig geile Spieße aus und auch richtig geiles Fleisch. Die haben da die haben da 3-4 Mal in der Woche verschiedene Spieße und auch wirklich High-End-Spieße. Und nicht High-End-Spieße in dem Sinne, dass kein Döner mehr ist, sondern wirklich Dönerspieße. Ich feiere den Laden hart. Ja, die haben da wirklich super Dinger, aber das hier hat natürlich jetzt nichts mit dem Döner zu tun. Man muss einfach so sagen. Nein. Ne? Aber ein geiles Ding ist das schon. Ich finde, das schmeckt. Mhm. Das schmeckt gut. Ey, wo du gerade sagst, so Fischbrötchen, Hamburg Underdog, so, da würde das auch hinpassen. So. Weißt du, was ich meine? Mit dem Hummer drin und so. 100%. Was für ein Apparat, Junge. Kaviar merkt man aber nicht. Ne? Ich hab null, nichts kann er sich sparen. Oder was Sinn machen würde, ihn vielleicht so als First Bite oben drauf zu setzen. Dass du ihn wirklich noch die Möglichkeit hast, ihn zu schmecken. Ja. Aber hier geht der unter, Bruder, hier sind Sprossen drin. Mhm. Weißt du, da kann der Kaviar, da stinkt der ab. Ja, also, wenn ich nicht wüsste, hätte ich ihn nicht geschmeckt. Aber der ist auch mastig. Jetzt, ne? Jetzt hatte ich mal einen heftigen Fleischbiss, wo das Fett richtig durchkam. Auch dieses Kobe-Fett, dieses Wagyu-Fett. Auch. Du hast wirklich Füllegefühl. Absolut. Im Mund, weißt du? Guck mal, wie der hier unten einzieht. Ne? Der zieht hier ein. Auf den Biss freue ich mich schon sehr. Der Fleischbiss war gerade krass. Aber was glaubst du denn? Das Fleisch, nur Tomate, Zwiebel? Jetzt mal kein Hummer? Das wäre schon wild, ey. Das wäre sehr wild. Kobe-Beef da drin. Das muss man sich mal rein. Wirklich Kobe. Boah, guck mal, jetzt kommt so ein richtiger krasser Biss. Hier, alles voll mit Fett. Hier ist das Fleisch unten drin. Oh.
Ich würde sagen, Bernd, wir snacken auf, geben dann mal die finale Bewertung. Aber so viel können wir schon mal sagen, nicht in einem Döner-Ranking. Das macht keinen Sinn. Also, hat mit dem Döner nicht viel zu tun, außer dass es aussieht wie einer. Das ist ein überkrasses Sandwich. Das ist so ein Ding, da bist du morgens wach, hast du Bock hinzufahren, das heute zu essen, so, ne? Ja. Aber? Auch ein Punkt. Fährst du nicht mit dem Döner essen, würde ich sagen. Da holst du nicht das. Ich habe das wirklich gerne aufgegessen. Das ist toll, hocharomatisch. Das ist eine eigene Kategorie von einem Döner. Also für mich ist das eine 9. Fertig. Ein Sandwich. Ein 9er Sandwich. Ja. Aber ein krasses 9er Sandwich. Also ich gehe sogar mit dir. Mhm. Und ich glaube, wir hatten es sogar noch nicht, dass wir mal exakt die gleiche Punktzahl gegeben haben. Noch nie. Ich hätte auch die gleiche Punktzahl gegeben. Ich habe mich vorher schon auf eine 9 entschieden. Also für mich war es auch ein komplettes rundes Ding. Es war kein Döner, definitiv nicht. Es hat super krass geschmeckt und so einfach vom Feeling, ich habe Bock darauf, das zu essen, will ich das Gefühl jeden Tag essen. Also es war echt geil und deshalb gehe ich mit dir, Bernd. Ich gebe auch 9 Punkte für das Ding. Das war überheftig. Wir haben einfach gesagt, wir gehen essen und haben Bock, was Geiles zu essen. Wie würden wir einfach das Essen jetzt bewerten? 9 von 10 haben wir beide gegeben. Boah, geil. Ja, boah, geil. Natürlich. Lecker. Hey, Hammer. Ich freue mich, dass es euch geschmeckt hat. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Also ich bin echt happy. Geil. Ich bin teilweise sprachlos, normalerweise nicht, aber heute bin ich einfach geil gewesen. Wirklich. Hammer, dass du da warst. Freut mich auch. Dankeschön. Bernd, mit dir immer ein Vergnügen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Bernd reingeht. Ist in der Videobeschreibung verlinkt und im Titel wahrscheinlich auch. Guckt da unbedingt hin, der macht den heftigsten Content, mein lieber Bernd. Danke, dass du mir das heute ermöglicht hast. Ja, ich hätte nicht sehr damit gerechnet, dass ich den heute noch zu essen bekomme. Ja, der geht auf mich heute, mein Lieber. Ja, vielen Dank auch. Und ihr müsst ja abonnieren, Kanal abonnieren, es kostet nichts und schmeckt gut. Ihr müsst einen Daumen nach oben machen, einen netten Kommentar schreiben. Der Holle braucht es auch mal zwischendrin. Kuss, Bernd. Ja? Der danke, ist in ganz Deutschland unterwegs. Der fährt hier am Döner zu Fest von Hamburg nach Langen heute. Und jetzt wieder heim. Also Leute, gönnt. Die Liebe tut gut, ja? Die Liebe tut gut. Schießen wir uns zusammen raus? Wir schießen uns zusammen raus. Danke dir, danke euch allen fürs Dabeisein und einen schönen Tag.